Mein Name ist Bernadette Brandt. Ich komme eigentlich aus Hinterschmidt-Rüti, weil ich hier seit 30 Jahren lebe, oder respektive seit wir hier sind. Ich bin jetzt etwas mehr als 57 Jahre alt und ich habe Billy vor 31 Jahren kennengelernt. Und wie hast du Billy kennengelernt? Wie war das? Okay, wie bist du auf Billy gestoßen? Zuallererst durch Zeitungsartikel, respektive Magazinartikel, die ich im Zug gefunden habe, auf dem Arbeitsweg. Und etwas später habe ich ihn dann durch Freunde kennengelernt. Und wie war diese Bekanntschaft zuerst? Die Freunde haben mich vorher eingeweiht und haben mir Wunderdinge erzählt über Billy. Und dann wollte ich ihn eigentlich im Grunde genommen gar nicht kennenlernen. Und habe versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, was aber aufgrund meiner Freunde dann nicht möglich war. Ich bin dann in eine Situation gekommen, wo ich mich mit ihm konfrontieren musste und war unglaublich überrascht, dass er mich genau so akzeptiert hat, wie ich war. Und ich habe eigentlich dann in dieser Situation mich das erste Mal in seiner Gegenwart zu Hause gefühlt. Also es war für mich, als ob ich nach Hause gekommen wäre. Rein gefühlsmäßig, was dann aber gar nichts mit meinen Reaktionen zu tun hatten, sondern es waren nur meine Gefühle, die mir irgendwie gesagt haben, da gehörst du hin. Aber ohne, dass ich mich irgendwie in ihn verliebt hätte oder so, sondern es war nur eine rein menschliche Reaktion. Und wieso hast du dich da das erste Mal zu Hause gefühlt? Hast du dich ja vorher nicht zu Hause gefühlt, irgendwo anders? Nein, ich war in einer sehr schwierigen Situation aufgrund, also von meiner Umwelt her. Ich hatte relativ schwere Kämpfe zu bestehen. Und die Tatsache, dass Billy mich akzeptiert hat, wie ich gewesen bin, hat eigentlich das ausgelöst. Was waren das für Kämpfe? Ja, ich bin ziemlich heftig von allen Seiten kritisiert worden und es ist mir ziemlich zugesetzt worden. Und wie hat es dann die Beziehung angefangen? Also bist du dann Mitglied geworden? Oder nein, ich habe dann, das war Ende 75, also im Spätsommer 75, als ich Billy kennengelernt habe, das erste Mal gesehen habe. Und ab 76 bin ich dann eigentlich relativ regelmäßig noch nach Hinwil gegangen. Und als wir 77 da nach Hinterschmidt-Rüti gekommen sind, war ich dann bereits eigentlich das, was man damals in der losen Gruppe als festes Mitglied bezeichnen könnte. Und wie habt ihr angefangen? Ihr wart ja schon eine große Gruppe damals? Oder? Nein, das war eine relativ kleine Gruppe. Es hat viele Leute gehabt, die sich interessiert haben. Es sind gewisse Leute gekommen, wieder gegangen. Und es sind im Grunde genommen nur sehr wenige geblieben. Wie viele wart ihr dann so am Anfang? Vielleicht 15 oder 20. Und wie war das mit der Außenkritik? Du hast dich das erste Mal zu Hause gefühlt, aber ich kann mir vorstellen, du hast natürlich wahnsinnig viel Kritik mitbekommen da auch, dass du da... Ja, also es war natürlich schon von mir her auch eine gewisse Kritik da am Anfang, weil aufgrund dessen, was mir meine Freunde erzählt hatten, habe ich dann eigentlich gedacht, es ist ja durchaus möglich, dass es sich bei Billy um einen Betrüger handelt. Und wenn das so ist, dann wäre das für mich ein furchtbares Ereignis gewesen, also sehr schlimm, nicht nur für mich, sondern eben auch für andere Menschen, die ihm glauben oder die ihm Vertrauen schenken. Und dann habe ich gedacht, ich muss einfach genau ergründen, was das ist. Vielleicht ist es mir ja möglich, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, dass ich ihn entlarven kann, wenn es etwas zum Entlarven gibt. Interessant. Und hast du das auch versucht am Anfang? Ja, sicher habe ich das versucht. Natürlich, das war ja der Grund, weswegen ich eigentlich kurz nachdem ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihm sofort meine Mitarbeit angeboten. Im Gegensatz zu all den anderen, die gekommen sind und immer nur gefragt haben, habe ich ihn gleich gefragt, ob ich irgendwie mithelfen kann, ob ich mitarbeiten kann, weil ich gedacht habe, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, kann er am wenigsten verstecken. Und dann, wie hat es angefangen, dass du angefangen hast, ihm wirklich zu vertrauen? Und das ist eigentlich dann ziemlich schnell gegangen. Ich habe dann plötzlich gemerkt, dass er ja die ganzen Sachen, die er sagt, erstens gar nicht erfinden kann. Dann habe ich gewisse Sachen selbst erlebt im Zusammenhang mit Außerirdischen.
Er hat mich mitgenommen ein paar Mal an Kontakte. Dann habe ich gemerkt, ganz, ganz schnell gemerkt, dass die Sachen, die er lehrt, mein Leben verändern. Und zwar in einer für mich absolut positiven Weise. Ich bin plötzlich viel besser zurechtgekommen mit meiner ganzen Umwelt. Als er dich mitgenommen hat zu den Kontakten, wie sah sowas aus? Was hat die da gemacht? Ah ja, das war verschieden. Also da sind wir mit dem Auto irgendwo hingefahren. Er ist gelotst worden und ist dann zum Kontakt gegangen. Wir übrigen, die Begleitpersonen waren, haben gewartet. Und irgendwann ist er dann zurückgekommen. Im einen Fall in Schönenberg war das. Ist er weggegangen. Es hat geregnet wie verrückt. Mein Auto ist im Morast stecken geblieben. Und Jakobus, der mit dem zweiten Auto gefahren war, hat dann mein Auto wieder flott gemacht. Und ich habe in Jakobus Auto gesessen und so ein bisschen gedöst. Und plötzlich habe ich so ein eigenartiges Sirren gehört. Und bin dann aus dem Auto raus, ums Auto rum und stehe vor Billy. Und er steht völlig trocken mit dem Regenmantel im Regen. Das ist ja faszinierend. Und ich habe gerade die ersten Tropfen auf seinem Regenmantel erscheinen sehen. Wow. Und wenn du jetzt so... Moment schon. Ja. Wenn ich davon spreche, dass die Geisteslehre mein Leben vollständig verändert hat, dann muss ich... als wichtigstes Element dazu sagen, dass die Geisteslehre absolut nichts zu tun hat mit einem Glauben oder mit einer Philosophie. Die Geisteslehre ist eine, wie es sagt, eine Lehre. Das heißt, es sind eigentlich Gedankenanstöße, die der Mensch verarbeiten muss, die er umsetzen muss, deren Wahrheit er erkennen muss. Also es hat sehr viel zu tun mit ganz mühsamer Denk- und Kleinarbeit. Mit Ausprobieren, mit Versuchen, sich mit dieser Lehre auseinanderzusetzen und diese Lehre ins eigene Leben zu integrieren. Was völlig etwas anderes ist als eine Religion. Ich habe mich, bevor ich Billy kennengelernt habe, mit verschiedenen Sekten befasst. Ich war von Haus aus katholisch und habe einen anderen Weg gesucht. Und was mich da immer gestört hat, war dieses enge Korsett des Glaubens. Ich konnte nicht frei denken, ich konnte nicht frei handeln und das machen, was eigentlich mir entsprach und was meine Persönlichkeit ausmacht. Da musste ich große Teile davon, beiseite schieben und mich in ein enges Denkkonzept, in ein enges Denkkorsett binden lassen. Und bravo! Oh, tipptopp, hä? Ja, gut, ehrlich. Türe zu! Da kommt noch jemand. Und jetzt geht nochmal rein. Eben um mich in ein enges Denkkonzept binden lassen. Ich konnte nicht frei handeln. Ich musste mich an die Religion, an die Sekte anpassen. Und Mann, kannst du nicht mit den anderen abkommen? Nein. Verschwind. Wir sind individuell da. Ab. Gut, kann ich. Im Gegensatz zur Geisteslehre, in der Geisteslehre bin ich völlig absolut frei. Ich kann mich damit befassen, ich kann das umsetzen, aber ich bin nicht gezwungen durch gar nichts. Und ich kann das in mein Leben integrieren, ohne dass ich irgendwelche Verrenkungen machen muss und ohne dass ich mich an irgendetwas anpassen muss. Sondern die Geisteslehre passt sich eigentlich an mich und meinen Charakter an. Und gibt mir jede Freiheit. Und das scheint mir absolut wichtig zu sein, denn das ist eigentlich der wirkliche Unterschied zum Glauben. Und wenn wir von der Wahrheit sprechen, dann sind diese Wahrheiten, diese Erkenntnisse, die wir gewinnen, die logisch sind, in sich logisch sind und übereinstimmen mit den Gesetzen der Natur.